So, wir haben Blümchen. Die pflanzen wir jetzt einfach gleich wieder. Zack, zack. Sonst noch irgendwo Blümchen? Nein, ich denke nicht. Dann machen wir hier doch mal eins. Und da machen wir doch mal eins. Machen wir hier eins, zwei. Machen wir da so eins in die Mitte. Und sagen wir hier tück, tück, tück. Da und da. Eins in die Mitte. Und dann setzen wir hier vielleicht noch so eins hin. Bam. Genau, dann haben wir hier. Na gut, das sieht vielleicht dämlich aus. Machen wir das lieber so. Dann haben wir hier quasi so einen kleinen Garten. Der sieht vielleicht auch dämlich aus. Machen wir das lieber. So und so. So, dann haben wir hier so eine Art Blumenkästen oder irgendwie sowas wahrscheinlich, wo wir eben den ganzen Spaß rumstehen lassen. Gut, aber ich denke, jetzt wird es Zeit, uns Sand zu besorgen. Und unser Sand ist eben da hinten und das heißt, wir werden jetzt auf die Jagd nach so ein paar Sandmonstern gehen. Weil ich da drüben den Sand ja auch schon immer weghaben wollte. Was war denn das jetzt? Wieso sind die auf einmal verschwunden? Sind die irgendwie... Funktionieren die Mobs nicht richtig oder was ist das oder ist das Schwert so stark? Weil normalerweise zerbröseln die doch dann. Naja, ich verstehe es gerade nicht. Ich denke, ich werde mich jetzt einfach mal von einem von denen beißen lassen. Nur damit wir das sehen. Nein, das Schwert verliert auch überhaupt keinen Wert. Das heißt... Da stimmt irgendwas mit den Mobs nicht. So, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall was essen. Dann werden wir mal versuchen, hier den Sand uns... Wieso habe ich so viel Sand auf einmal? Ach, diese Sandmonster, die sind Sand. Verstanden. Also sind die Mobs schon in Ordnung? Die zerfallen einfach zu Sand. Wir gehen hier trotzdem einfach mal durch und hoffen mal, dass uns keins angreift. So, und dann werden wir uns gleich mal anschauen, ob das mit den Sandmonstern, mein Verdacht, dass die zu Sand werden, ob ich damit recht habe. Was mich halt wundert ist, ja, die werden einfach zu Sand. Und zwar gar nicht wenig. So. Ade.
Ich finde es trotzdem ein bisschen seltsam, weil normalerweise passiert da sowas wie das, was mit dieser Ratte hier gleich passieren wird. Na komm. Oh. Da ist auch nichts passiert. Dann liegt es vermutlich an dem Schwert, weil wenn ich mit dem Holzschwert auf die einklöppel, dann zerbröseln die irgendwie. Und ich muss irgendwie fünfmal auf sie einklöppeln. Naja, gut, dann ist das vielleicht mit dem Stahlschwert gar nicht so. Okay, an Wasser sterben die ja auch. Ist natürlich auch keine schlechte Art und Weise, Sand einzusammeln. Einfach die Mobs hier töten. Wieso sehen die mich nicht? Normal rennen die doch auf mich zu. Also ich habe das schon ausprobiert. Genau, so macht es mehr Sinn. Die rennen auf mich zu und werden panisch und egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Sand. Und ich denke, ich werde den Sand jetzt einfach nutzen, um da ein bisschen Glas rauszuholen. So, zack. Sand. Inventar. Zack. Sand. Inventar. Zack. Okay, da habe ich noch eine Menge Kohle. Die packe ich vielleicht besser hier rein. Und dann schauen wir mal nach unserem Getreide. So einfach, weil wir natürlich getreidetechnisch der Weizen sieht jetzt gut aus. Ganz ehrlich, der sieht jetzt echt gut aus. Autsch. Da hat mich einer getroffen. Okay, die sind nur am Tag aktiv, glaube ich. Ah, und so macht es Sinn. Der Weizen ist gerade reif. Und dann gibt es auch mehr von den Samen. Zack, zack. Und zack und zack. Und zack. Und der sah jetzt auch richtig reif aus. So, dann geht's hier auf die 1. Wunderbar. Okay. Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Da ist doch schon mal einiges besser jetzt als vorher oder anders oder überhaupt. Oh. Dann können wir doch gleich mal überlegen. Nein! Schaf! Ich wollte deine Wolle. Ich wollte dich nackig machen. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall schon mal machen. Ah, Glas habe ich ja gar keins mehr. Das heißt, ich kann das nicht machen. Dann fangen wir doch hier mal wieder an. Das Bambus zu ernten. Papyrus natürlich, nicht Bambus. Zack. 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 Und dann pflanzen wir den Spaß. Der kommt hierher. Der Sand kommt hier rein. So. Hier haben wir dich. Du kommst da rein. Du kommst weg. Du kommst weg. Und du kommst weg. Und dann machen wir hier einfach Glastüren. Ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt irgendwelche Sandmonster hier reinkommen. Und zack, 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 zack. So, das wären 3 Glastüren. 3 habe ich gerade weggemacht. 1, 2, 3. Also machen wir die wieder rein.
Ich will die nach innen aufgehen haben, so wie sich's gehört. Das heißt, du bist da. Stirb. So. Dann da und da. So, also platztechnisch ist das hier natürlich ein bisschen suboptimal. Okay. Dann haben wir hier den Spaß und dann sollten wir im Inventar mal versuchen, ein bisschen. Jo, ist doch gut. So ein bisschen Mehl uns zu machen. Das ist total wenig übrigens. So. Und dann werden wir doch mal ein bisschen Brot backen. Du kommst dahin, genau. Und wir backen Brot. Tür zu. Hier machen wir. Wir machen uns erstmal eine neue Tür. Wieder eine aus Glas. Zack, 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 zack. Boah, scharf halt die Fresse. Nein, ich find's schön eigentlich. So, dann machen wir dich mal weg. Vier. Keine Monster, das ist schön. Und dann haben wir hier unsere Glastür und die können wir dann auch wieder zumachen. So. Schöne Sache. Haben wir das gut hinbekommen mit diesen Glastüren und dergleichen. So. Was ich jetzt hier, wie gesagt, nochmal ganz gerne hätte, wäre die erste Stufe ist auf dem Niveau. Okay. Da ich ja nicht weiß, ob ich hier nicht vielleicht eh doch wieder einen hochsetze. Habe ich noch welche? Ja, habe ich. Und zwar genau zwei. Das ist super. Zack, machen wir das einfach mal so. Und dann machen wir doch hier, tak, tak, tak. Nein. Was ich auch mal probieren wollte, habe ich eigentlich Wolle. Nein, aber da draußen sind Schafe. Das ist schon mal sehr schön. Dann gehen wir doch mal Schafe pflücken. Hallo, Schaf. Da gibt es ja noch viel mehr Schafe, das ist toll. Noch ein Schaf. Und noch ein Schaf. So, was ich jetzt mit der Wolle quasi schauen möchte, ist A, ob wir die zu irgendwas verarbeiten können. Noch ein Schaf. Haben wir hier jetzt Weizen richtig ordentlich? Sieht so aus. So. Dann brauche ich jetzt auf jeden Fall die Samen. Also langsam, langsam wird's. Das ist schon richtig schön, wie das langsam alles nicht nur ineinander greift, sondern einfach vorangeht. So, zack, zack, zack. Und irgendwann werden wir dieses ganze Feld hier bestellt haben. Dann können wir wirklich so richtig schön uns an die Arbeit machen. Nicht an die Arbeit, an die Ernte. Ich bin jetzt, also das mit den Mobs, das ist schon witzig irgendwie. Ich bin jetzt nämlich permanent am Schauen. Rüstung muss ich dann natürlich auch noch aktivieren, das ist schon klar.
Ist natürlich schade, dass wir hier gerade nur die Sandmonster haben und dass die hier nicht so viel aushalten. Aber an und für sich ist das schon mal eine schöne Idee. So. Fackeln habe ich gerade keine. Mehl will ich jetzt machen. Was ich jetzt aber auch erstmal schauen wollte, war. Okay. Bett können wir nicht machen. Hätte ich eigentlich auch nachschauen können. Dafür brauche ich vermutlich die Möbelgedönse. Werde ich auch irgendwann mal machen. So. Die Möbelmod. Also es gibt eine schicke Möbelmod. Mit der können wir dann unser Haus einräumen. So, freut ihr euch auch schon auf die Mining-Tour, die wir demnächst vielleicht mal wieder machen werden? So mit Mobs und allem. Das könnte echt lustig werden. Das könnte echt lustig werden. So, jetzt mache ich aber erstmal Mehl. Tak, 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 tak. Tak. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Bam, bam. Euch beide, ihr kommt weg. Das ist jetzt natürlich Blödsinn gewesen, fällt mir da gerade auf. Weil wir natürlich hier noch mehr von dem Spaß haben. So. Es ist hier natürlich alles sehr gefährlich. 1, 2, 3, 4. Zack.